Ah, Vorsicht, keine Stamina mehr. Sehr gut. Erzklumpen. Ah, die kleinen Jungs, die gehen, die sind gar nicht so schlimm. So. Oh ne, muss da durch. Da habe ich Angst. Da habe ich Angst. Da gucken wir mal. Karte. Ja, wird wohl nicht anders gehen. Ah ja, dann gucken wir uns halt zum allerersten Mal live und zusammen ein Dungeon an. Gehört ja auch dazu. Wenn es überhaupt ein Dungeon ist. Gucken wir mal. Also hier ist erstmal ein Feuerchen. Ja, wie? Dead End? Hier geht es nicht weiter. Das ist ja... aber das kann man bestimmt abbauen hier. Wie geht denn das? Ich habe nämlich so eine Spitzhacke dabei. Glaube ich. Moment. Nee. Soll ich euch was sagen, was ich gemacht habe? Das wäre so wieder Gloomhaut typisch. Ne? Ich habe die bestimmt zu Hause gelassen. Na klar. Hätte man jetzt ein bisschen Erz hier abbauen können. Da bin ich mir sicher. Okay. Öl kann ich nicht mitnehmen. Ach so, hier, ne, in so einem Fall. Immer dieses falsche Geklicke. In so einem Fall hat man hier seine Öllampe. Ne? Wenn es dunkel wird, zack, und dann wird es erleuchtet. Schön, oder? Habe ich euch mal gezeigt. So. Das ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig und umständlich. Man kann leider. Hä? Nein. Es gibt keine Schnellauswahl. Ne? Man muss immer so ein bisschen umständlich hier rein, dahin, verwahren. Alles klar. So, weg damit. Ne? Also irgendwie so ein paar Shortcuts vergeben, das wäre schon vielleicht so eine Verbesserungsmöglichkeit, sowas zu machen. Aber gut, drücken wir mal ein Auge zu, wollen wir gar nicht so eng sehen. Okay, das merke ich mir, dass da oben anscheinend Erzvorkommen sind. Hier komme ich dann irgendwann mal später wieder her, weil diese Welt, die ist ja, ich meine, im Prinzip bereist man das immer wieder. Ne? Das ist etwas, man guckt sich das an. Es gibt ja auch Sachen, die kehren ja auch wieder. Läuft hier rum. Also Baumstämmen normalerweise kann man sammeln. Ja, bietet er mir jetzt aber nichts an. Okay, dann gucken wir mal hier runter, was wir hier so finden. Vielleicht geht es ja auch da links wieder hoch. Weil irgendwie muss ich in diese Gegend. Ne? Also das ist schon toll verwinkelt hier. Ne? Also ich finde auch, man hat sich ultra viel, ja, das ist alles Erz hier, da könnte ich wetten. Man hat sich wirklich ultra viel Liebe zum Detail gegeben. Das könnte spannend werden hier, oder? Gucken wir mal, Karte. Ah, da müssen wir wahrscheinlich rüber, ne? Cool. Also, ich finde es einfach nur geil, ja, was man hier erleben kann, muss. Also, hier führt ja jetzt kein anderer Weg vorbei, als darüber, um dann weiterzukommen, so wie es aussieht. Das heißt also, wir werden diesen reißenden Fluss hier überqueren müssen. So, und jetzt mache ich nicht nochmal einen Fehler. Jetzt werde ich nämlich Folgendes machen. Und zwar eine Runde speichern. Es gibt leider nur einen Speicher-Slot. Das heißt, alles, was man macht, das geht in den direkt rein. Ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt dieses ein großes Problem, weil ein großer Vorteil von dem Spiel ist zum Beispiel, also man kann jederzeit in der Hauptstadt, ja, kann man zwischen den 9 Klassen, die es gibt, ich kriege jetzt eh nicht alle aufgezählt, aber ich glaube, das ist Kämpfer, Krieger, Waldläufer, Magier, Erzmagier, Streicher, Assassine, was fehlt? Arkan, Schütze und irgendeinen habe ich jetzt vergessen, irgendwas völlig Simples, keine Ahnung. Die kann man alle gegen Gold, ja, nee, gegen Disziplinpunkte, so rum war es, kann man das tauschen. Das heißt, man kann sich das erkaufen. So, wenn man das einmal erkauft hat, dann hat man den quasi immer. Es war einfacher, als ich dachte. Und kann immer wieder hin und her wechseln. Man muss natürlich, wenn man wechselt zwischen den Klassen, muss man diese ganzen Skillpunkte natürlich sich wieder irgendwie aneignen. Das geht gar nicht anders. Ja?
Aber ich find es fantastisch, dass es in diesem Spiel so realisiert wurde, dass man das machen kann. Deswegen auch meine feste Meinung. Ah, es reicht auch definitiv ein Speicherspielstand, mehr braucht man nicht. Ah, das ist irgendwie. Ah, okay, hier geht's in den Dungeon rein. Gucken wir mal. Also ich nehme euch jetzt wirklich auf komplett neuem Gebiet mit. Das seht ihr ja selbst an der Karte, ne? Also die ist ja alles noch komplett im Schatten. Da sieht man ja noch nichts. Altar des Wassergottes, das kann sehr interessant werden hier drinnen. Dunkel ist es, also stecken wir uns mal das Lämpchen an. Och. So. Fläschchen Öl habe ich, glaube ich, auch noch dabei. Ohoho! Fledermäuse! Ich kriege Angst. Ach, schon wieder. Mal hier denn so alles sammeln. Große Nuss. Okay, ist alles sehr, sehr eng. Ja, da muss ich schon zugeben. Dann ist es hier natürlich mit vier Leuten rumzulaufen. Ist natürlich schon, puh, ja, wenn es so eng ist, vielleicht eine besondere Herausforderung. Aber gut, wollen wir uns gar nicht schockieren lassen. So, gucken wir mal, wo es was gibt. Oh, Schlangen. Hat man da Worte? Ja. Hat man da Worte? Okay. Totenschädel. Also im Prinzip ist das Spiel nichts anderes wie rumlaufen, sammeln, endlos Zeit damit verbringen, ja. Und das finde ich bei einem wirklich fantastischen Setting. Ja, es macht unheimlich viel Spaß, diese Sachen zu erkunden und zu erleben. Ja, bei wirklich auch einen tollen Kampfsystem. Ich finde, das ist absolut durchdacht und passt super zueinander. Die ganzen Klassen sind aufeinander abgestimmt. Ja, also man kann seine Party wirklich gut zusammenwürfeln hier, so dass es auch, dass man auch erfolgreich hier irgendwie durchkommt. Ja. Wie gesagt, Kisten, wenn man was findet, immer mal zerstören. Es kann sich immer was drin verstecken, was man braucht. Zum Beispiel hier. Grünladdig, das ist übrigens um seine na, wie heißt es, um seine Gesundheitsleistungen voll aufzufüllen. Ihr seht zum Beispiel, wenn ich jetzt hier reingehe, seht ihr, dass ich 623 Gesundheitspunkte von 721 habe. Also mit genommenem Schaden und ich glaube auch, je nachdem, wie viel es dann ist und man einsteckt, geht auch die Gesamtgesundheitsanzeige zurück. Das heißt, also mein Mage kann mich sowieso nur noch auf 623 hochheilen. Das ist momentan mein Maximales. Ich könnte aber hergehen, nehme einfach so einen Grünladdich und dann ist es wieder voll. Ja? Also die Leiste einfach aufgefüllt. Da hat der Mage auch die Chance, mich wieder voll hochzuheilen. Ich möchte gar nicht wissen, was das ist. Skelette! Feuer, Feuer, die können nur gegen Feuer sein. Ja, jetzt castet der Mages. Okay, Stufenaufstieg. Cool. Also, es hat auch einfach. Ach so, nur um euch nochmal zu zeigen, dass ich ja keinen Quatsch erzähle, ne? Wenn man jetzt hier den hier macht. Die Lampe aus. Moment, dann ist es nur gerade hier hell, weil hier eine Lampe leuchtet. Moment, kann man die kaputt machen? Ne, schade. So, jetzt gehen wir mal einen Tick weiter. Dunkel. Ne? Geht gar nichts. Absolut nix. Also bevor ich jetzt hier irgendwo runterplumpse, wird erstmal gespeichert. Und dann wird die Lampe wieder angemacht. In den meisten anderen Spielen finde ich halt immer, hat man immer auf jeden Fall ein bisschen was noch irgendwie gesehen. Ja. Hier ist es überhaupt nicht der Fall. Ja, das finde ich halt total cool gemacht. Ja. Das ist einfach düster, mystisch. Ja. Also es hat so eine gewisse Bedrohung. Ja. Weiß nicht, also manchmal denke ich mir auch so, seitdem ich das Spiel spiele, da haben die Souls-Spiele auch nicht bei allem so mithalten können. Ne? Also es war irgendwie nicht so der Fall. Okay, das hier hat sich gelohnt, um wahrscheinlich Kohle zu kriegen. En masse. Ah, eine leere Flasche, sehr gut. Was haben wir hier?
Immer alles irgendwie mitnehmen. Man kann eine gewisse Last mit sich rumtragen. Das ist kein Problem. Ich bin echt verwirrt, wo ich schon war und wo ich noch nicht war. Deswegen laufen wir jetzt mal wieder hier lang, dann links, ne? Ah, guck mal. Ja, für mich sieht es da vorne irgendwie wie so eine Falle aus. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Kann ich jetzt schwer beurteilen. Ich habe auch noch nie ausprobiert, ob irgendwas hier wirklich nützlich ist. Ob ich das brauche. Ob man jetzt hier irgendwas kombinieren kann, so dass es ganz toll explodiert oder hat man nicht gesehen. Also habe ich einfach noch nicht gemacht. Vielleicht wird es auch irgendwann mal Zeit, diese Dinge alle auszuprobieren. Wo geht es hier runter? Boah, ist das für. Was? Achso, der hat nur was kaputt. Aber da muss der mich so erschrecken, ja. Geldbeutel, ja, Geld ist immer gut. Geld ist immer gut, nehmen wir immer gerne mit. Ah, okay. Da ist eine Kiste. Auf freien hüpfen wir hier runter. Treasure perhaps? So, habt ihr gesehen, ich habe jetzt irgendwie Schaden gekriegt, ne? Und schon ist halt meine Gesamtgesundheit runtergegangen. Das hört sich nicht gut an. Boah, ich habe Herzrasen gerade, aber so richtig, ja. Was ist das? Boah! Boah, nix wie weg hier. Ich mache auf Distanz auf jeden Fall. Alter, was ist das? Hohoho! Ah! Boah, ohne Scheiß, also ich habe Gänsehaut am ganzen Körper, das ist. Das ist so geil, ey, ich liebe dieses Spiel, ja, das ist der Knaller, ja, die Musik und Ermalung ist auch wirklich mal treffend, ja. Was ist? Oh, mach keinen Scheiß. Was macht der Frege eigentlich da hinten hier? Der ist todesmutig. Der meint, der macht die alle so locker. Geil. Einfach nur geil. Also, boah, das macht einen Spaß hier. Und der Begleiter ist auch noch immer noch im Handschuhfach. Oder beziehungsweise mit dabei. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen mal auf Sunder hier mal. Der da verträgt ganz schön viel hier. Ah, keine Stamina mehr. Das ist halt. Da muss man halt mit klarkommen, ne? Das ist. Oh nein. Nein! Rückzug! wo sind sie? Da kommen sie. Oh Gott. Ich glaube wirklich, wenn ich mir den fantastischen Tank nicht geholt hätte. Was damit ein bisschen regenerieren? Dann glaube ich, wäre das hier voll in die Hose gegangen. Super, super. Das ist geil, Leute. Echt hier, das. Fantastisch. Fantastisch, das Gameplay. Ich echt Tester da draußen. Was habt ihr getestet, ja? Manchmal habe ich das Gefühl, ihr habt es gar nicht gezockt, ja? Ja, das sorry, ich bin da jetzt mal ein bisschen böse einfach mal, ja, aber das ist doch geil hier drin. Das ist doch ein fantastischer Dungeon, ja, die Party ist cool. Ja, das ist doch hervorragend. Ja, kriegt jede Menge Sachen hier, die mit Sicherheit nützlich sind.